Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf den Account. Heute dritter Spieltag in der Fernkarriere. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Alle fiebern diesem Spiel entgegen. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Da, mit viel Übersicht. Macht er gut. Tja, kann er den mit dem Stenzer machen? Ja, war mir fast so aus. War ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Unentschieden gegen ihr letztes Auswärtsspiel aus. Ein tolles 3:3 konnten wir da sehen. Ich glaube nicht, dass es heute wieder 6 Tore geben wird. Aber ich setze wieder auf den Unentschieden. Schmitz. Sie bieten sich an. Da ist die Chance. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Der tut dazwischen. Weg ist der Ball. Schmitz. Und Ballverlust. Sie kommen jetzt über außen. Keine gute Verteidigung. Da kann er ihn stoppen. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Jetzt ist es gefährlich. Und klasse durchgesetzt. Schöner Steilpass. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Nochmal dieses Tor. Wir ganz fern enttäuscht. Naja, Leute. Reihenweise stehen lässt und dann zieht er einfach Volley ab. Das ist eine klasse Aktion. Ja gut, kann auch Brinkmann diesmal nichts machen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schmitz. Der energischer Vorstoß. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Ecke kommt kurz. Könnte der Ausgleich werden. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Was für ein schönes Tor. Der SCFR ist wieder zurück. Ja, ja, nach diesem Ausgleich schöpft er jetzt natürlich wieder Hoffnung. Seine Mannschaft macht das aber auch im Moment richtig gut. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Er bleibt weiter am Ball. Schmitz. Klasse Einsatz. Hätte sonst gefährlich werden können. Ja, das war abseits.
gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Fängt diesen Ball ab. Hundertprozentig. Das könnte was werden. Und er ist kriegt. Hartes Einsteigen und da muss schon fast durchgegriffen werden. Ja, schick ihn runter. Er gibt ihn safe gelb, er gibt ihn safe gelb. Er gibt ihn gelb. Ja. Giri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Könnte was werden. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rückhalt. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1 und damit dürften die... Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Schmitz. Oh, da ist er durch. Ist es das? Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Kurze Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. 2-1, hier ist noch alles drin. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Die Information ist noch warm. Er wird nach Barcelona wechseln. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten würden froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Das könnte die Chance werden. Da kann er sich den Ball holen. Schmitz. Ganz energisch. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Vielleicht der Ausgleich. Der Torwart passt da auf, ganz locker macht er das hier. Güral! Ball ist erstmal raus, super Parade. Ecke. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Klasse gerettet. In höchster Not, in allerhöchster Not. Das Ding war fast drin. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Den kriegt der Torwart. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Ihre Frau. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Das könnte die Gelegenheit geben.
Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Drei Elfmeter macht den Unterschied. Im Doppelten. Komm rein, Bruder. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Ja, der nächste tolle Pass. Kann passieren. Seine Pässe kamen heute so gut, da ist ein Fehlpass auch mal zu verschmerzen. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Schöner Versuch. Distanz zum Tor war natürlich zu groß. Der Torwart hat überhaupt keine Probleme mit diesem Schuss. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da macht er ihn rein! Wunderbares Tor. Ganz viel Effekt. Was für ein Treffer, hat kaum einer mitgerechnet. Hier nochmal die Wiederholung. Angedreht. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenhaus. Der Ballverlust. Das war sehr optimistisch. Also die Entfernung war dann doch zu groß. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Es gibt hier Einwurf. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Sieht vielversprechend aus. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Ja, hier kriegt man eine gelbe Karte. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Güral. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Ja, eine Verwarnung. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Schlusspfiff, der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll, also überragend. Tschüss. Total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.